Sie nannten es das Anubis-Experiment. Ein perfekt ominöser Name für seine Bedeutung, wie ich finde. Gelegentlich starben Menschen bei einem wahnwitzigen Versuch, Gott zu kontaktieren. Und so wie sich herausstellte, hatte der Erfolg des Projekts wohl den allerschlimmsten Ausgang. Als ihr erstes und einziges Subjekt war ich in der Lage, die Antwort zu finden, nach der sie so verzweifelt gesucht hatten. 20 Minuten waren alles, was ich hatte. Einer der eher exzentrischen Doktoren der Einrichtung hatte eine neue Droge entwickelt. Er nannte es ein antimitosisches, intravenöses Kühlmittel. Es war irgendetwas, was meine Zellen davon abhielt, zu sterben. Nicht, dass diese Worte irgendeine Bedeutung für mich hatten. Ich war ahnungslos, aber genauso bereitwillig. Es klingt verrückt, Einzuwilligen sich so nah an den Rand des Lebens bringen zu lassen, ohne dass es eine Sicherheit gab, aber nachdem ich mit Amyotropha Laterasklerose diagnostiziert wurde, suchte ich verzweifelt nach Antworten. Mein Körper fing rapide an abzubauen, nahm mir Stücke meiner selbst Tag für Tag. Ich hatte schon beinahe die komplette Kontrolle über meine Beine verloren und wäre letzten Endes nicht einmal in der Lage gewesen, mich selbst zu ernähren oder zu atmen. Die Frage, die sich mir über das Nachleben stellte, würde mit der Hilfe von Dr. Müller, der mehr die Charakterzüge eines Frankensteins hatte als eines normalen medizinischen Arztes, beantwortet werden. Er war exzentrisch, aber ein Genie. Mit Versprechen auf die Antwort der ultimativen Frage und einer mehr als ansehnlichen Bezahlung unterzeichnete ich schnell. Ich erhielt einen Anruf von Dr. Müller nach nur ein paar Stunden, nachdem ich den Vertrag unterzeichnet hatte. Eine Geschwindigkeit, die man in normalen Kliniken eher nicht sieht. Er verlangte, dass ich einen Psychiater aufsuchen sollte, der meine momentane mentale Verfassung bewertete. Es ging darum, suizidale Kandidaten und religiöse Spinner auszusortieren. Am Tag des Experiments wurde ich an mehr Kabeln angeschlossen, als ich Haut übrig hatte. Verschiedenste Maschinen, die ich nicht einmal im Ansatz verstanden hätte, befanden sich um mich herum und gaben hin und wieder ein alarmierendes Piepen von sich, damit alle noch wussten, dass ich lebte. Sie mussten eine Kraniotomie während des Experimentes durchführen. Also meinen Schädel zu öffnen und unzählige Elektronen darin zu verteilen, um zu überprüfen, ob noch irgendeine Aktivität während der Prozedur stattfand. Müller hielt eine Spritze mit einer klaren Flüssigkeit. Ich fand es irgendwie witzig, dass ich irgendetwas Ominöseres erwartet hatte, das mich töten sollte. Eine riesengroße Vorrichtung, die ein grünes, blubberndes Zeug enthielt, was im Dunkeln leuchtet oder sowas in die Richtung. Aber so wie es war, war es etwas enttäuschend. Das wird wehtun. Sehr sogar. Das ist Ihre letzte Chance, um umzukehren, sagte Müller ruhig, wohl wissend, dass ich niemals abgebrochen hätte. Ich hatte alle Papiere unterzeichnet und wurde sorgfältig über die Prozedur aufgeklärt, über die Unannehmlichkeiten, die Rehabilitation und die Zeit, die ich unter einem Mikroskop verbringen würde, während jeder Teil meines Daseins exakt untersucht wurde. Ich fürchtete nicht die Schmerzen, aber ohne Antworten zu sterben, war für mich wie eine Folter. Aber Sie haben mir doch schon den Kopf rasiert, witzelte ich. Wenn ich sterben sollte, wollte ich, dass meine letzten Worte zumindest amüsierend waren. Aber niemand schien diese Einstellung zu teilen. Ohne weiteres injizierten sie mir die Substanz in meinen Arm. In der Sekunde, als die Flüssigkeit in meine Adern trat, brannte es wie eine Kolonie aus Feuerameisen, die sich einen Weg unter meiner Haut bahnte. Nach nur wenigen Sekunden stoppte mein Herz und ein Moment des Schmerzes folgte. Und dann Finsternis. Leute reden ständig von etwas Weißem. Oft ist es ein blendendes Licht bei einer Nahtoderfahrung. Das ekstatische Gefühl des Friedens und der Vereinigung verstorbener Geliebter. Aber das ist nicht das, was ich erlebt habe. Ich trieb in einem endlosen Nichts, unberührt von dem Konzept von Zeit und Raum, nicht existent, nicht sorgend, um zurück ins Leben zu kommen. Minuten, Tage, Jahre hätten vergangen sein können, und nach einer Ewigkeit in diesem Nichts wurde ich weiter nach vorn geschleudert. Ob nun Himmel oder Hölle, ich war auf der anderen Seite des Lebens. Das Nichts wandelte sich langsam in einen schlecht belichteten Raum. Ich trug die Patientenkleidung, in der ich gestorben war, aber meine Beine funktionierten wieder. Ich konnte sie von ganz allein bewegen, als hätte meine Krankheit nie existiert. Ich war wohl seit einem Jahr nicht mehr gelaufen, aber
Ich war an sich nicht wirklich erfreut. Ich konnte keine Emotionen fühlen. Ich existierte einfach in diesem endlos riesigen Raum. Ich spürte keine Angst, Neugier oder Wut. Einfach nichts. Meine nackten Füße fühlten etwas Nasses, während ich über den Boden lief. Ich konnte nicht wiedererkennen, woraus er bestand, aber es war weich und pulsierte unter mir bei jedem Schritt. Wie der Raum jedoch ausgeleuchtet wurde, war merkwürdig. Es gab keine identifizierbare Lichtquelle, aber alles schien gleich stark beleuchtet zu sein, als ob die Oberfläche durch sie selbst erhellt wurde. Eine gewisse Stelle war jedoch heller als der Rest und eine Nummer wurde an die Decke geschrieben. 4.815.162.341. Während ich herumlief, bemerkte ich, wie die Decke und Wände immer näher kamen. Bis zu dem Punkt, als der Raum nicht viel größer als ein Schiffscontainer war. In meiner Verwirrung bemerkte ich das einzelne Möbelstück nicht, welches den Raum dekorierte. Es war ein bizarrer Stuhl aus Fleisch und Knochen. In dem Stuhl saß ein Junge. Er war abgemagert und klammerte sich noch halb ans Leben. Schwarze Ranken verbanden ihn mit der Umgebung, deren Bewegungen von ihm wegführten. Der ganze Ort schien das Kind zu nähren. Nun, ich war dort, und als ich so eine schwache Darstellung des Lebens gesehen hatte, hätte ich fast vergessen, dass ich gerade getötet wurde. Dennoch konnte ich nichts für diesen kränklich aussehenden Jungen fühlen. Hallo? Fragte ich ruhig. Das Kind hob langsam seinen Kopf in meine Richtung. Seine Augen befanden sich in einem Mix aus Angst und Überraschung. Wie bist du hierher gekommen? Fragte er mit zitternder Stimme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich tot bin, stotterte ich zurück. Die Worte fühlten sich so unwirklich an, als ich sie aussprach. Mein Gedächtnis war verschwommen. Ich konnte mich zwar vage an das Experiment erinnern, an dem ich teilgenommen hatte, und an die tödliche Injektion, die mir Müller gab, aber es schien eher ein schwacher Traum als ein entscheidender Teil meines Lebens zu sein. Bist du einer von ihnen? Fragte er mich nervös. Ich konnte meinen Satz nicht beenden. Irgendwie wusste er wohl, was ich sagen wollte. Du hast hier nichts zu suchen. Sie werden uns finden. Er stand vom Stuhl auf und riss dabei die Ranken heraus. Eine dicke, schwarze Flüssigkeit strömte aus jedem Ende. Er schien überraschend beweglich zu sein, wenn man sich vor Augen hielt, dass er hauptsächlich aus Haut und Knochen bestand. Wir müssen hier verschwinden. Wenn du hierher gefunden hast, sind sie dir vielleicht gefolgt. Warte, was? Wer sind sie? Die Schöpfer. Der Junge zog an meinem Arm und seine Berührung brannte auf meine Haut. Ich konnte fühlen, wie mein Fleisch verbrannte, aber ich spürte keine Schmerzen. Irgendwie sah der Abdruck, den er hinterließ, nicht ansatzweise so aus, wie die Hand, die mich berührt hatte. Es war ein seltsames Symbol, das ich nicht entziffern konnte. Beeilung! Wir liefen direkt auf eine Wand zu. Und als wir uns näherten, zog sie sich einfach zusammen und brach dann auseinander, um eine Art Tür zu bilden. Und wie auch aus den Ranken floss eine schwarze Flüssigkeit aus ihr. Die Korridore im Inneren waren dunkel und feucht. Sie hatten kaum genug Platz, dass sich ein Erwachsener dadurch zwängen konnte. Bei jedem Schritt und jedes Mal, wenn ich mich gegen eine Wand lehnte, um mich abzustützen, pulsierte es und zuckte reflexartig aufgrund meiner Bewegung. Nach einer kurzen Distanz betraten wir schließlich einen Raum, der genau wie der erste aussah, nur mit der Ausnahme, dass jetzt die Zahl 4.815.162.342 lautete. Sind wir jetzt sicher? Nein, aber das wird uns etwas Zeit verschaffen. Also, wovor genau verstecken wir uns? Und wer bist du? Das Kind schaute traurig aufgrund meiner Frage. Es tut mir leid, ich habe mein Bestes getan, um euch zu verstecken. Mich verstecken? Nein, euch alle. Die Menschheit. Wovon redest du da? Das Kind lauschte aufmerksam in den Flur, aus dem wir gerade gekommen waren. Die lebende Wand wuchs wieder darüber und hinterließ keine Spur, dass es jemals einen Durchgang gegeben hätte. Wer bist du? Ohne zu antworten, packte das Kind erneut meinen Arm. Genau an derselben Stelle wie zuvor, nur diesmal konnte ich das brennende Gefühl durch meine Adern fließen und zu meinem Hals hochwandern spüren.
Ich fühlte eine Freude, welche nicht mit irgendetwas in meinem Leben zu vergleichen war, und plötzlich wusste ich, was er mir sagen wollte. Für einen Moment wusste ich alles und konnte alles spüren. Du bist Gott, fragte ich halb und stellte es halb fest. Das ist nur einer der vielen Namen, die mir meine eigene Schöpfung verliehen hat, aber ich bin kein unendliches Wesen, wie ihr es glaubt. Warum siehst du aus wie ein Kind? Wahrnehmung. Dein Verstand hat diese Form gewählt. Meine Gedanken rasten. Ich konnte nicht einmal die Antwort auf jede Frage verarbeiten, während sie aus meinem Mund strömten. Was ist mit dem Himmel oder der Hölle? Ist das das Leben nach dem Tod? Der Junge lachte. Es gibt keinen Himmel und keine Hölle. Das ist eine von der Menschheit geschaffene Fantasie. Ich habe euch geschaffen, weil ich glaubte, ihr könntet wie ich sein. Aber die Schöpfer hatten andere Pläne. Deshalb habe ich euch so lange versteckt. Was für Pläne? Ihr seid nichts weiter als Sklaven, und sobald ihr eure Zeit auf Erden beendet habt, werdet ihr als eine Art Ersatzteil verwendet, damit die Schöpfer in einer physischen Form existieren können. Sie sind so mächtig und wünschen sich nichts anderes, als einfach zu leben und alles zu fühlen, was mit dem Menschsein einhergeht. Sie brauchen sowohl eure Energie, die sie kreativ als Seele bezeichnet haben, als auch eure Überreste. Aber ich konnte zumindest eure Energie vor ihnen verborgen halten. Und wie? Indem ich sie zerstöre, bevor sie mich erreichen kann. Ich weiß aber nicht, wie du hierher gekommen bist. Vielleicht ist es einfach nur nicht für dich an der Zeit, oder vielleicht hat dich jemand absichtlich hierher geschickt. Aber bevor ich weitere Fragen stellen konnte, wurde ich unterbrochen. Keine weiteren Fragen, bis du mir meine beantwortet hast. Die Aussage stoppte mich in meinen Gedanken. Was könnte Gott von einem Niemand wie mir wissen wollen? Wie bist du hierher gekommen? Es gab ein Experiment. Ein Arzt hat mir ein Medikament injiziert, das mich vorübergehend umbringt. Warum würde man so etwas zustimmen? Sie wollten, dass ich Gott finde. Sie wollten dich finden. Du Dummkopf, das ist ein schrecklicher Fehler. Wie konntet ihr das nicht kommen sehen? Wut und Enttäuschung leuchteten in seinen Augen auf und brannten durch meine Seele wie ein tobendes Feuer. Die Scham und der Selbsthass, den es in mir weckte, waren beispiellos. Ich musste keine weiteren Fragen stellen. Die Informationen wurden mir in den Verstand gebrannt. Eine unermüdliche Menge an Wissen, das jede Synapse beschäftigte, und obwohl ich tot war, war der Schmerz immer noch so echt. Gott zeigte mir das Gesicht der Schöpfer. Er zeigte mir, was sie nach unserem Tod mit uns machten. Sie nahmen das, was übrig blieb, unsere Seelen, unser Fleisch, und es erlaubte ihnen, vorübergehend zwischen uns auf der Erde zu wandeln, verkleidet als Freunde, Kollegen, Politiker und Ärzte mit einer Vorliebe für zwanghafte Experimente. Sage ihnen nichts. Das waren die letzten Worte, die er zu mir gesprochen hatte. Kaum hatte er seinen Satz ausgesprochen, fing ein starker Ruck an, mich zurückzuziehen. Er zog mich mit einer unglaublichen Kraft durch die Leere, und bevor ich das Geschehene verarbeiten konnte, erwachte ich mit einem Keuchen in meinem eigenen Körper. Ich lag in einem Krankenhausbett. In der echten Welt. Sie sind wach, rief Dr. Müller freudig, als er sah, wie ich meine Augen öffnete. Obwohl ich eigentlich nicht lange tot war. Um genau zu sein, waren es 19 Minuten. Das Experiment brachte mich für 3 Wochen nach der Injektion in eine Art Koma. Ich sprach nicht, hielt einfach den Mund und versuchte herauszufinden, ob alles nur ein wirklich lebendiger Albtraum war. Sie hatten in den nächsten Tagen alle möglichen kognitiven Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass mein Gehirn nicht durch die 19 Minuten des Todes, die ich erlebte, dahingeschmolzen war. Was auch immer ihre Maschinen taten, sie stellten eine große Aktivität in meinem Hirn fest, während ich darunter lag. Dinge, die sie bei einem normalen, toten Menschen nicht sehen würden. Wochen nachdem meine körperliche Gesundheit wiederhergestellt wurde, stießen sie auf etwas und fragten nach. Ich tat, was das Kind mir gesagt hatte.
Ich schwieg und gab nur unwichtige Details von dem, was ich gesehen hatte, wieder. Ich sagte ihnen, dass es ein Licht gab, dass ich eine Ruhe fühlte und alle anderen Dinge, die solche Hokuspokus-Menschen sagen, wenn sie sich dem Tode nähern. Letzten Endes gaben sie auf und schickten mich nach Hause. Sie sagten mir, dass wir in Kontakt bleiben würden und ich sie anrufen sollte, wenn ich mich an etwas Nützliches erinnern könnte. Bis ich nach Hause kam, war ich mir nicht sicher, ob das Ganze eine Prüfung, eine Schöpfung meines eigenen sterbenden Verstandes war oder ob es wirklich geschah. Aber eine Sache, die ich aus dem Jenseits wieder mitgebracht hatte, war die Fähigkeit zu laufen. Es gibt kein Heilmittel für ALS, aber irgendwie war mein Körper geheilt. Eine Tatsache, die nicht lang verborgen blieb. Das Wunder, meine Lauffähigkeit wiederzugewinnen und alles, gewann schnell mediale Aufmerksamkeit. Also nahm ich das wenige Geld, das ich gespart hatte, und rannte los, in der Hoffnung, dass die Schöpfer mich nicht finden würden. Aber der einzige Weg, um ihnen wirklich zu entkommen, ist es zu sterben, damit Gott meine Seele zerstören kann. Vor einem Jahr hätte ich mich mit Freude getötet, um der Folter zu entkommen, die sie für mich bereithielten. Aber der Tod ist zu einem schrecklichen Konzept geworden. Denn nun weiß ich, dass uns auf der anderen Seite nichts mehr bleibt.